Für Ihre Finanzen im Urlaub haben wir einige nützliche Tipps für Sie zusammengestellt. In Ihre Reisekasse gehört auf jeden Fall etwas Bargeld, sei es für die Fahrt zum Hotel, für etwas Essen oder zu trinken. Aber generell gilt, je weniger Bargeld, desto besser. Am besten ist ein Mix aus Bargeld, Girokarte und Kreditkarte. Für den Fall der Fälle notieren Sie sich die Telefonnummer für das Sperren der Karte. Diese finden Sie zum Beispiel auf der Internetseite Ihrer Bank. Ist das Auslandslimit Ihrer Karte freigeschaltet? Das können Sie selbst bequem im Online-Banking erledigen oder Sie bitten Ihren Bankberater, Ihnen das Limit freizuschalten. Dies gilt übrigens auch für Ihre digitale Karte auf dem Smartphone, falls Sie im Urlaubsland bequem mobil bezahlen möchten. Manche Banken setzen aus Sicherheitsgründen das Kartenlimit auf 0 Euro. Beim Geldabheben am Automat außerhalb der Eurozone wählen Sie bitte immer die Landeswährung. Das gilt auch, wenn Sie mit Ihrer Karte an der Ladenkasse bezahlen. Lassen Sie sich den Betrag nicht in Euro anzeigen oder umrechnen. Das spart Ihnen Geld, denn dieser Wechselkurs wird über Banken abgerechnet und nicht über den Automatenbetreiber, denn der nimmt in der Regel dafür zusätzliche Gebühren. Fragen Sie Ihre Hausbank, ob sie mit einer Bank vor Ort kooperiert. Auch das kann für Sie günstiger sein. Wer sein Geld vor Ort tauschen will, sollte dies nur in Banken oder offiziellen Wechselstuben tun. Auf der Straße zu tauschen ist keine gute Idee, denn Händler nehmen häufig überhöhte Kurse. Und nun wünsche ich Ihnen einen erholsamen Urlaub.